Heute machen wir auf jeden Fall erstmal einen Blendstreifen und ich habe so ein Scheinwerferaufbereitungsset. Der Blendstreifen, der muss auf jeden Fall, weil jetzt wird sonnig, es wird wärmer und ja, mir scheint die Sonne ins Gesicht beim Autofahren und da ich nicht so oft Sonnenbrille im Auto trage, brauche ich auf jeden Fall diesen Blendstreifen. Ich hatte den ja schon vor dem TÜV, für den TÜV habe ich ihn abgenommen, weil er halt ein bisschen größer war. Ich werde den wahrscheinlich auch genauso groß wieder folieren, wie er war. Man hat auf jeden Fall alles gesehen. Das wird auf jeden Fall jetzt erstmal foliert, dazu brauche ich glaube ich nicht so viel erzählen, weil ich hatte schon mal ein Video dazu gemacht. Und dann geht es hier noch um das hier. Ein schönes Scheinwerferaufbereitungsset. Ich habe sowas noch nie benutzt, deswegen werden wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert und wie gut das Ganze ist. Aber als erstes verlieren wir jetzt hier den Blendstreifen. So Jungs, das hat auf jeden Fall zwei Anläufe gedauert, weil ein bisschen Wind am Start war. Das Ganze ist jetzt auch kürzer, also habe ich jetzt einfach mal TÜV-konform gemacht. Mal gucken, wie viel das gegen die Sonne schützt, aber falls ich in die Kontrolle komme. Das hier ist übrigens TÜV-legal dann. Ihr könnt euch ja mal das andere Video angucken, wie tief der war irgendwo hier. Hier so, also seht ihr mal den Vergleich. Mal gucken, wie viel das gegen die Sonne schützt, aber da wird auch noch ein kleiner Schriftzug drauf kommen. Wahrscheinlich in Neongelb, mal sehen, passend zum Bremssattel. Das ist auf jeden Fall erstmal der Sonnenbalken. Jetzt geht es weiter an die Scheinwerferpolierung. So, das hier wird mitgeliefert. Das ganze Set hat jetzt 20 Euro, glaube ich, gekostet. Wir haben hier einmal das ganz normale Polish, also die Politur. Dann haben wir hier eine Versiegelung, diverse Schleifmittel, also Schleifpapier, Schleifklotz, eine Anleitung, ein paar Tücher. Und ja, ein bisschen Wasser habe ich auch schon am Start, habe ich ja gerade schon benutzt für meinen Sonnenbalken. Dann werden wir das Ganze mal ausprobieren. Jetzt angeschliffen mit 5000er und vorher 2000er. Sieht schon ziemlich gut aus, ist natürlich jetzt ein bisschen dreckig, das werden wir jetzt sauber machen und dann die Politurpaste nehmen. Ich nehme dafür hier so einen Politurschwamm, keine Ahnung wie die genau heißen. Das wird nämlich nicht mitgeliefert, aber ansonsten sieht das schon ziemlich gut aus, die sind ultra glatt. Hier habe ich nicht so viel abgeklebt, hier war ich ein bisschen vorsichtiger, nur da wo man an den Lack kommen könnte, habe ich abgeklebt. Das ist nämlich auch ziemlich durchgeweicht, aber das sieht schon ziemlich gut aus. Das Ganze ist jetzt fertig, sieht auch sehr gut aus von außen, ist auch übel glatt. Nur was man jetzt leider sieht besonders, also wenn man drüber fühlt, unnormal glatt, fast so wie der neue, aber hier seht ihr, der neue ist nicht so wie beschlagen.
weil der ist von innen irgendwie so ein klein wenig beschlagen oder irgendwas drauf. Also müssten wir es in der Theorie, ich weiß nicht, ob ich das mache, weil das ist voll viel Arbeit, die Schürzhalme abnehmen und hier nach vorne hin den Scheinwerfer rausziehen. Und dann halt gucken, dass wir das Ganze von innen noch einmal polieren. Aber ansonsten bin ich zufrieden damit. Sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall viel neuer aus. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera jetzt ganz genau sieht. Aber für so wenig Zeit und mal eben so ein bisschen polieren, finde ich, ist das schon ein gutes Resultat. Fertig für heute mit dem Autokram. Sieht richtig gut aus, habe ich ja gerade schon gesagt. So, Scheinwerfer sind poliert, Sonnenbalken ist geklebt. Jetzt kann es so gesehen warm werden, weil, oder sonnig auf jeden Fall, ich kann ja jetzt wieder was sehen beim Fahren. Sonnenbalken sitzt, glaube ich, ein klein wenig schief, aber das ist mir eigentlich auch jetzt relativ egal. Scheinwerfer sind poliert, finde ich, sieht richtig gut aus. Klar müssten wir die nochmal von innen polieren, aber mal gucken, ob ich das mache. Je nachdem, ob ich diese neue Stoßstange hole oder nicht. Aber das müssen wir mal gucken, das dauert dann auch noch ein bisschen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr ein paar stumpfe Scheinwerfer habt, könnt ihr die damit polieren. Das ist auf jeden Fall ein geiles Zeug. Werde ich auch mal unten linken. Und ansonsten, wenn das Video euch gefallen hat heute mit den Scheinwerfern, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von diesem E46-Bild, dann abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ich sag's euch nicht, aber Marvin hat ein Marmor-T-Shirt. Marmor-T-Shirt.